Ja, wir wollen jetzt wieder eine neue Funktion in der Taylor-Reihe entwickeln. Und zwar mit Hilfe von Substitution, wie Sie es gerade kennengelernt haben. Dazu betrachten wir die Funktion x mal Sinus x². Und wie setzen wir das grundsätzlich an? Ja, wir setzen das an mit x mal Sinus w zum Beispiel, wobei w gleich x² ist, müssen wir ein bisschen aufpassen, darf ich eigentlich nicht x und w gleichzeitig schreiben. Von Sinus w kennen wir aber die Taylor-Reihenentwicklung, das ist x mal Summe k gleich 0 bis unendlich, haben Sie auswendig gelernt, minus 1 hoch k mal x hoch 2k plus 1 durch 2k plus 1 Fakultät. Und auch hier sehen Sie, das ist auch keine schöne Form der Taylor-Reihe, das ist irgendwas anderes. Das ist eben wegen dieser Komprimierung, dann steht das schön da. Also das ist nicht in der Form an x hoch n, sondern eben in dieser Form. Und deswegen werde ich das auch tunlichst vermeiden, das dann wieder in die Form an x hoch n zurückzubringen. Ja, und jetzt steht hier natürlich kein x, sondern ein w, weil ich ja hier das w habe und hier das x. So, das war die Substitution. Und jetzt mache ich hier eine Rücksubstitution. Ja, das heißt, jetzt darf das x auch wieder netterweise stehen. Das ist dann Summe k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k, mal w hoch 2k plus 1, das w war ja x², hoch 2k plus 1 durch 2k plus 1 Fakultät. So, jetzt bin ich soweit. Wie geht das jetzt weiter? Beispiel? Ja? Das Frage. Wie kommen Sie auf das 2k plus 1? Das ist das mit dem 2k plus 1, das ist die Definition von Sinus x. Das haben Sie auswendig gelernt das letzte Mal, dass Sie hatten Sinus x ist Summe k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k mal x hoch 2k plus 1. Sie erinnern sich, das war eine ungerade Funktion durch 2k plus 1 Fakultät. Ja, das war eine ungerade Funktion, deswegen ist das so. Und das ist die Definition von Sinus x, beziehungsweise wir haben das irgendwann mal hergeleitet. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Ja. Gut, fragen Sie ruhig weiter, genauso sollen Sie das machen. Einfach reinrufen, immer gut. So, wie geht das jetzt hier weiter? Also zunächst mal ist das ja ein Produkt, das heißt, ich kann mit dem Distributivgesetz das x hier rein multiplizieren. Also habe hier Summe k gleich 0 bis unendlich, x mal. Und hier habe ich eine Potenz. Ja, Sie sehen, es gibt ja die Formel a hoch b hoch c gleich a hoch b mal c. Und die wende ich jetzt hier an. Also kriege ich hier x hoch 4k plus 2. Ja, da habe ich einfach 2 mal 2k plus 1 genommen durch 2k plus 1 Fakultät. So, und jetzt müssen Sie das und das noch zusammenfassen und da erhalten Sie dann Summe k gleich 0 bis unendlich x hoch 4k plus 3, ja, weil das ist ja quasi ein x hoch 1. Und da nehmen Sie dann die Formel a hoch b mal a hoch c gleich a hoch b plus c, die Formel verwenden Sie und dann kriegen Sie das so raus. Und ich habe einen vergessen, hätten Sie mich stoppen müssen, habe ich früher während des Studiums auch immer vergessen, nämlich das minus 1 hoch k hier noch. Das hätte ich doch reinmachen müssen, dass das hier. Das schreibe ich jetzt hier dahinter, was aber, schreibe es davor, weil dann hat alles seine Reihenfolge, so, also minus 1 hoch k mal x hoch 4k plus 3 durch 2k plus 1 Fakultät. Und das entspricht eben dem x mal Sinus x zum Quadrat. Das ist identisch. Gibt es da Fragen zu der Aufgabe?